Asylpolitik. Auf Delegation reist durch Syrien. Es ist eine ungewöhnliche Reise. Seit diesem Montag befindet sich eine kleine Delegation aus 8 Bundestagsabgeordneten und 8 Landespolitikern aus Nordrhein-Westfalen in Damaskus. Sie wollen sich ein Bild der Lage machen, bestätigte AfD-Parteisprecher Christian Lütt am Montagabend die Anwesenheit der Gruppe gegenüber dem Spiegel. Die Reise sei mit der Fraktionsspitze im Bundestag und den beiden Bundesko-Vorsitzenden Alexander Gauland und Jörg Meuthen abgesprochen worden, so Lütt. Die Gruppe hat nach Angaben des Parteisprechers vor, bis zu 7 Tage in Syrien zu bleiben. In einer Pressemitteilung der Delegation wird die Reise wie folgt begründet: Da die mediale Berichterstattung in Deutschland keine vertrauenswürdige Möglichkeit zur Einschätzung der tatsächlichen Situation in Syrien darstellt, ist das Ziel der Reise, sich vor Ort ausführlich über die humanitäre Situation und die Wiederaufbauarbeiten in den von den Terroristen befreiten Gebieten zu erkundigen. Die Erfahrungen würden es den Abgeordneten ermöglichen, die Diskussion, ob Syrien ein sicheres Herkunftsland sei, rational bewerten zu können. Dies betreffe auch die Entscheidung über einen Abschiebestopp für abgelehnte Asylbewerber. Umstrittener Vorstoß. Erst im November vergangenen Jahres hatte die AfD als eine der ersten Initiativen nach dem Einzug in den Bundestag einen Antrag für ein Abkommen zur Förderung der Rückkehr syrischer Flüchtlinge vorgelegt. Darin forderte die Fraktion die Bundesregierung auf, mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad ein Abkommen zu schließen, um nach Deutschland geflohenen Syrern die Rückkehr in ihre Heimat zu ermöglichen. Der Antrag wurde im Bundestag allerdings abgelehnt. Unter anderem hatte die Grünen-Politikerin Luise Amtsberg ihn scharf kritisiert. Mit diesem Antrag geriert die AfD sich als Pressesprecher von Art, so die Bundestagsabgeordnete. Zu den Mitgliedern der siebenköpfigen Delegation zählen unter anderem die 8 Bundestagsabgeordneten Frank Passemann, Udo Hemmelgarn, Jürgen Bohl und Harald Wehl. Zudem gehört der Gruppe auch Nordrhein-Westfalen-Landesverbandssprecher Thomas Röckemann, der Bezirkssprecher von Münster, Steffen Christ und das Nordrhein-Westfalen-Fraktionsmitglied Christian Blecks an. Zwei Vertreter der Gruppe, Blecks und Röckemann, hatte dem in AfD-Kreisen beliebten rechten Magazin Kompakt ein ausführliches Interview gegeben. Blecks, der als Leiter der Gruppe firmiert, hatte dort unter anderem erklärt, es seien bis jetzt Besichtigungen von Damaskus, Homs und Aleppo geplant. Wir werden Bildungseinrichtungen besuchen und mit Vertretern der vielen Glaubensgemeinschaften reden. Wir werden auch mit Regierungsvertretern sprechen, erklärte der Landtagsabgeordnete der AfD aus Nordrhein-Westfalen. Blecks ist in Sachen Reisetätigkeit bei der AfD kein Unbekannter. Erst im Februar gehörte er zu einer neunköpfigen AfD-Gruppe, die die von Russland 2014 annektierte Halbinsel Krim besucht hatte. Der ukrainische Botschafter in Deutschland hatte damals den Besuch der Gruppe, der als private Reise deklariert worden war, scharf kritisiert. Der Krim-Besuch der AfD-Delegation sei nicht nur eine geschmacklose Provokation übelster Sorte, sondern auch eine gravierende Straftat mit schweren rechtlichen Folgen, so der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andriy Melnyk.
Er kündigte damals an, die illegale Einreise der Abgeordneten werde Konsequenzen für die neuen Politiker haben. Die ukrainische Staatsanwaltschaft habe ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Den Betroffenen würden in der Ukraine bis zu 8 Jahre Gefängnis drohen.